Jö, wir brauchen langsam echt eine Reparaturstation. Es wird eng. Aber gut, wir springen weiter. Oh, ein Geschäft. Sehr schön. Aber ich werde vorher noch dahin und dahin springen, damit wir noch ein bisschen Scrap zusammenbekommen. Ich hoffe einfach mal, dass die Schilde so lange noch, oder die Hülle so lange noch hält. Oh. Die Slugs hier benutzen eine Taktik, die du hoffentlich nie wieder sehen wirst. Sie haben unsere Sauerstofftanks sabotiert. Wir werden ersticken. Und wir können sie auch nicht reparieren. Das heißt, wir müssen sie sehr schnell ausschalten. Und sie haben drei Waffensysteme. Ich hätte doch reparieren gehen sollen. Ja gut. Wir warten, bis beide Laser aufgeladen sind. Mehr können wir noch nicht machen. Jetzt würde sich so ein Tarnsystem echt gut anbieten. Damit wir halt verschwinden können. Sie könnten uns nicht treffen und nicht weiter aufladen. Wir könnten schon aufladen. Tauchen dann wieder auf, können deren Waffensystem ausschalten und so weiter und so weiter. Aber na gut. Hilft alles nichts. Unsere Schilde halten. Wir schießen jetzt auf was? Wir können deren Waffensystem ausschalten. Gut. Was bringt uns das? Unsere Schilde halten. Noch. Also schießen wir lieber mit dem Burst Laser auf die Schilde. Warten dann kurz. Und sobald die Schilde weg sind oder ausgeschaltet sind, schießen wir mit dem Hüllenlaser einfach auf die Hülle. So. Hülle. Bum, bum, bum. Ja, sauber. Das machen wir doch gleich nochmal. Also Burst Laser wieder auf das da. Die Schilde sind nicht kaputt. Okay. Au. Hätte der andere noch getroffen, dann wäre es zerstört worden. Komm schon. Burst Laser. Und kaputt. Sauerstoff 52%. Aber bisher hat keiner Schaden genommen. Und es regeneriert sich wieder. Sehr gut. Und wir haben jede Menge Scrap bekommen. Also wir warten jetzt ganz kurz, bis der Sauerstoff weiter oben ist. Und dann können wir weiter springen. Das ist echt die Frage. Gehen wir jetzt zu der Station und kaufen erstmal ein? Oder wagen wir noch einen Sprung, indem wir noch mehr Scrap sammeln könnten? Ich spiele lieber langfristig, weil ich weiß, wie schwer das Ende ist. Und es bringt nichts, wenn wir jetzt einigermaßen gut hier durchkommen und am Ende versagen. Also machen wir noch einen Sprung. Und dann gehen wir erst zum Händler. Also, wir müssen eh noch. Wir könnten jetzt dahin, dann dahin, dann eventuell dahin und dann dahin, aber das macht die Hülle, glaube ich, nicht mit. Alternativ könnten wir dahin und dann dahin, aber dann verpassen wir so viele Gelegenheiten. Nee, komm. Wir gehen da runter, das schafft unsere Hülle schon. Und hier ist nix. Dann springen wir gleich weiter. Oh, es gibt weniger hinterhältige Biester in der Galaxie als einen Slug, der mit dem Rücken zur Wand steht. Okay. Ihr zusammenbrechendes Schiff hat unser Türsystem deaktiviert und lädt seine Feuerwaffen. Sie werden uns rausbrennen. Okay. Dafür haben sie fast keine Schilde. Die halten. Werden nicht viel aushalten. Ich denke mal, ihre Waffen kommen nicht durch unser Schild durch und wenn nur ein ganz bisschen. Das heißt, wir warten, bis der Burst Laser hochgeladen ist und schießen dann auf deren Waffensystem. Ohne Hüllenlaser. Genau, das war's damit schon. Und mit dem Hüllenlaser schießen wir jetzt nochmal auf die Waffen. Ja, so viel zum Rausbrennen. Also Burst Laser auf die Schilde. Hüllenlaser auf die Schilde. Können wir echt nicht raus? Doch, wir können die Türen benutzen. Oh ja, komisch. Aber wahrscheinlich könnten sie, wenn sie uns boarden würden, jetzt einfach durch jede Tür durchlaufen. Aber, na gut. Mehr Scrap für uns. Zwei Raketen, eine Drohne, 36 Scrap. Kein Hüllenschaden, wenn ich es richtig sehe. Also gleich weiter. Und zwar dahin. Oh. Ihr seid überrascht, dass ihr ein Schiff findet,
ohne Slugmarken. So weit hier draußen. Und ihr bewegt euch näher ran, um Hilfe zu leisten. Wenn ihr, als ihr jedoch die Pirateninsignien seht, entscheidet ihr euch ein wenig schnell um. Wir könnten jetzt fliehen oder angreifen. Ja, er hat ein grünes Schild und er hat 2 Schildpunkte. Aber wie gesagt, ohne Risiko kommt man hier nicht weit. Also Angriff. 3 Waffen, davon ist 1 eine Rakete, das ist nicht gut. Sobald der Burstleister bereit ist, schießen wir einfach mal, weil es dauert eh eine Weile, bis wir den grünen Schild weg haben. So, Krankenstation ist kaputt, da könnt ihr mal reparieren gehen. Hüllenlaser ist fertig, schießt bitte auf Waffensystem. Kommt eh nichts durch, richtig. So, jetzt warten wir bis beide auf... Warten wir bis beide aufgeladen sind oder schießen wir gleich mit dem Burstlaser? Ich denke nicht, dass der Burstlaser alleine durchkommt, die 2 Punkte. Also müssen wir warten. Autsch. Das war schon mal wieder ein Stück von der Hülle. So, jetzt können wir beiden auf einmal schießen. Die Frage ist, schießen wir aufs Waffensystem? Wo dann der Burstlaser nicht durchkommen wird, aber der Hüllenlaser es eventuell beschädigen kann. Ich denke nicht, dass er es ganz ausschalten kann. Oder gehen wir auf die Schilde, um es das nächste Mal einfacher zu haben. Ich sehe da schon wieder eine Rakete fliegen. Hier. Also wir kriegen gleich wieder Höhlenschaden. Das heißt, wir sollten die Waffen echt ausschalten. Ja komm, also erst ein Burstlaser. Höhlenlaser hinterher. Und Waffen sind nur beschädigt, nicht ausgeschaltet, wie ich es mir gedacht habe. Nicht gut, gar nicht gut. Und unsere Waffen sind beschädigt. Das ist noch viel schlimmer. Ihr beide helft da mal mit. So, komm schon, aktivieren, 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 aktivieren. So, Höhlenlaser ist aktiv. Schieß auf. Da kommen wir nicht durch. Musst du warten. Komm schon. So, beide aktiv. Schieß auf Waffensystem mit Burstlaser. Höhlenlaser hinterher. Und ausgeschaltet. Sehr schön. Sie wollen sich ergeben. 6 Treibstoff, 1 Drohne, 27 Scrap. Es ist nicht besonders viel Scrap, aber dafür sehr viel Treibstoff. Und wir haben langsam echt nichts mehr. Wir haben nur noch 3 Treibstoff. Also nehmen wir deren Angebot mal an. Und haben inzwischen 193 Scrap. Sehr schön. Jetzt springen wir aber zu der Handelsstation. So, wir könnten hier einen Slug holen. Wir könnten ein Cloaking Device holen. Den holen wir uns auf jeden Fall. So. Schon haben wir fast gar kein Scrap mehr. Und wir müssten eigentlich noch uns vollkommen reparieren und noch mehr Treibstoff holen überhaupt. Deswegen verkaufen wir doch mal den Beamlaser für 25, also die Drohne. Und auch das System Repair für 15. Haben jetzt 83 Punkte. Ich würde mir eigentlich gerne beide holen, aber dafür haben wir jetzt keinen Scrap. Und wir müssen echt erst reparieren, also fix all. 20 Stück haben wir jetzt noch. Davon kaufen wir Treibstoff. 8 Scrap. Ja, schade, dass wir die beiden nicht mitnehmen können. Vor allem, weil die Slugs die Fähigkeit haben, ähnlich wie Scanner, Räume zu erscannen, aber auch, wenn die Sensoren gestört werden. Also wir könnten damit im Nebel halt unsere Räume angucken. Das ist echt praktisch wäre, aber 45 Scrap haben wir einfach nicht. Wir könnten den Hüllenlaser verkaufen, aber nee, das mache ich nicht. Nee, komm, wir springen weiter. Und zwar müssen wir langsam mal in Richtung Exit gehen. Das heißt, wir springen jetzt hier hin, obwohl wir hier schon mal waren. Einfach nur, weil es im Nebel liegt und der andere außerhalb des Nebels war. Der da. Jetzt springen wir dahin, dann hoffentlich dahin, dann raus. Ein schwer beschädigtes Föderationsschiff versteckt sich hier im Nebel. Bevor wir hier Kontakt machen können, verschwindet es jedoch. Wir können wieder versuchen, es zu verfolgen, aber ich denke mal, wir werden es nicht finden. Aber na gut, wir verfolgen es trotzdem. Und während wir nach dem anderen Schiff suchen, stolpern wir über ein Rebellenschiff, welches die Föderationsleute wahrscheinlich versucht haben zu vermeiden. Und wir greifen an. So, 2 Schilde, 3 Waffen. Wir haben jetzt aber unseren... wir haben unseren Tarnantrieb. Oder Tarnvorrichtung. Wir müssen dafür eine Energie erstmal wegnehmen von der Krankenstation. So. Jetzt
warte ich, bis sie schießen und aktiviere dann die Tarnvorrichtung. Ich glaube, da hat gerade jemand geschossen. Tarnvorrichtung an. Das heißt, deren Schuss wird jetzt daneben gehen, weil wir 60 mehr auf Ausweichen bekommen. Wir haben jetzt 87%. Und alle ihre Laser laden nicht weiter auf. So, einmal vorbei, sehr schön. Burst Laser ist fertig, Höhlenlaser ist fertig. Wir schießen auf deren Schilde. Und sie kommen durch unsere Schilde gar nicht durch. Sehr schön. Und ihre Schilde regenerieren auch nicht, weil es angeschlagen ist. Also Burst Laser gleich hinterher. Ah, die haben Beam-Waffen. Das sind keine Laser, sondern Beams. Beams haben Schwierigkeiten, Schilde zu durchdringen. Oder auch nur zu verletzen. Aber sie könnten mehrere Räume gleichzeitig treffen, wenn sie durchkommen. Die sind echt schick, wenn man sie selber hat. Aber für ihn ist es jetzt ein Problem. Das heißt, wir schießen jetzt mit dem Hüllenlaser einfach auf die Hülle und dann müsste gleich Geschichte sein. Er bietet an. 2 Raketen, eine Drohne, 28 Scrap. Nein. Dich zerschießen wir. Kriegen wir bestimmt mehr als 28 Scrap raus. Und jo, 36. Das kann soweit alles so bleiben. Ja, Sprung. Wir können anscheinend noch dahin springen, ohne dass die Rebellen uns angreifen. Hier steht nur ein unbesuchter Sektor. Und die Rebellenflotte war vorbereitet für diesen Nebel und kann deswegen trotzdem etwas schneller voranschreiten als normalerweise im Nebel. Aber den Text gibt er uns überall. Das heißt, hier dürften keine Rebellen sein, aber es ist so nah dran an der Grenze. Vielleicht macht das Programm da irgendwie eine Ausnahme zugunsten des Computers. Das wäre... Ja, hier steht nämlich, die Rebellen haben ihre Suche hier schon ausgeweitet. Das ist sehr gefährlich. Da tun die das nicht. Also riskiere ich einfach mal da hinzuspringen. Selbst wenn da die Rebellenflotte sein sollte, mit unseren 3 Schildpunkten dürften wir sie eigentlich lange genug aufhalten können, um weiterzuspringen. Also 2, 1, Risiko. Keine Rebellenflotte. Sehr gut. Dafür ein Rebellenjäger, der 3 Schildpunkte hat. Okay. Oh. Du kannst sie zwar nicht durch den Nebel sehen, aber du kannst annehmen, dass die Flotte direkt über uns ist. Wir sollten schnell versuchen zu fliehen. Mist. Genau das meinte ich. Also erstmal haben wir jetzt Leute, die uns angreifen. Das heißt, ihr beiden geht mal kurz dahin. Und selbst wenn wir den jetzt vernichten würden, könnten wir ihn nicht plündern, weil die restliche Flotte auch noch hier ist. Und wir haben kaum Energie. Wir haben gar keine Waffen. Das heißt, wir deaktivieren die Schilde. 2-mal. Aktivieren den Burst Laser und den Höhlenlaser. Und ich weiß, wir haben keinen Sauerstoff. Aber damit müssen wir jetzt mal klarkommen. Oh, warte mal. Ich deaktiviere den Antrieb, aktiviere das Tarnsystem. Aktiviere das Tarnsystem auch gleich richtig. Dadurch können die ihre Waffen nicht aufladen und wir können zuerst schießen. So. Das. Gut, ihr macht den kaputt. Wir warten, bis beide Waffen aufgeladen sind und schießen dann auf deren Waffen. So. Boom, 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 boom. Waffen kaputt. Sehr schön. Ihr beide bleibt da. Sauerstoff, 75%, ist noch okay. Wir können die Energie jetzt nicht abziehen von den Schilden, weil sie halt gerade benutzt wurden. Wir sollten aber demnächst den Sauerstoff wieder anmachen. So. Was ja auch okay ist, denn die haben eh gerade keine Waffen. Also... Das deaktivieren, Sauerstoff aktivieren und wir schießen diesen Burst Laser zuerst auf die Schilde. Und jetzt mit den Höhlenlasern auf die Schilde ebenfalls. Und angeschlagen, sehr schön. Dafür reparieren sie ihre Waffen. Nee. Okay, komm. Burst Laser. Jetzt. Höhlenlaser hinterher. Und ganz ausgeschaltet, sehr schön. Komm schon, Sauerstoff ist wieder auf 92. Wir schießen auf die Waffen, sobald der Burst Laser fertig ist. Und der Höhlenlaser zerstört ihn einfach. So.
Ja, wir kriegen einen Treibstoff, aber können nichts weiter looten, weil der Rest der Flotte uns angreift. Weiter. Ist irgendjemand verletzt? Ja, die da. Deaktivieren mal den... deaktivieren mal eine von den Waffen und aktivieren die Krankenstation. Damit Johnson die Riesenheuschrecke sich heilen kann. So, das Ganze wieder deaktivieren, Burstlaser aktivieren und wegspringen. Also, das ist mir jetzt eine Warnung gewesen. Selbst wenn da steht, ist es nicht gefährlich, ist es gefährlich, wenn dieser Balken zu nah dran ist. Also springen wir jetzt zum Ausgang. Und kein Zwischenfall. Wir können jetzt in Ruhe alles aktivieren. Naja, fast alles aktivieren. Und machen jetzt einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge gucken wir uns den nächsten Sektor an. Wir kommen echt gut voran. Also bis gleich.